Oh, warum riechst du denn hier in meinem Zimmer so merkwürdig? Was ist das? Du siehst schön aus. Merl? Hallo? Merl, was machst du da mit meiner Pflanze? Hallo? Düngen. Wie düngen? Düngen. Ja, kotest du auf meinen Baum? Chemodünger ist nicht erlaubt. Merl, runter von meinem Baum. Runter von meinem Baum und mach deinen... Ich hab viele Elektrolyte gegessen. Merl, mach deine Fäkalien von meinem Baum weg. Das Merl, ist Biodünger. Raus aus meinem Zimmer. Ich will ein bisschen Privatsphäre und ich will deinen Gestank nicht in meinem Zimmer. Raus. Das hat mit Fäkalien gar nichts zu tun. Natürlich. Du kotest auf meinen Baum. Das ist Biodünger. Das ist... Merl, bitte. Bitte, ich hab dir gesagt, nicht in mein Zimmer. Geh nicht in mein Zimmer. Sonst, Merl, muss ich dich bestrafen. Willst du bestraft werden, Merl? Was ist mit den Fäkalien? Oh Gott, das ist... Merl, willst du bestraft werden? Hm? Nein, Fäkalien will ich haben. Du willst Fäkalien? Okay. Okay, hier. Fäkalien, hier, Merl. So, und ich lass dich jetzt liegen. Ich lass dich den ganzen Morgen liegen. Außer du benimmst dich. Benimmst du dich jetzt? Fäkalien. Du nervst mich mal. Guck mal, ich hab hier was Neues gemacht. Schau mal hier in die Kühlbox rein. Neues Produkt von Kreis Industries. Hier. Was steht da? Hühnerwurst. Ja, Aber wir können Hühner hacken? Man könnte rein theoretisch auch Hackehuhn machen. Gut, dann müssen wir warten, bis die sich da weitergezüchtet haben. Guck mal, wie viele Eier da drin gegenseitig sind. Boah. Schlüpfen die denn auch mal irgendwann? Irgendwann, einige davon. Das Problem ist, wenn du die rausnimmst, dann weißt du nicht, befruchtet oder nicht. Du kannst die zwar alle untersuchen, aber das dauert ja ewig lang. Da stehst du ja wirklich eine halbe Stunde da, bis du die mal alle untersucht hast. Und hier haben wir auch nochmal die Arena des Todes. Man muss halt auch ab und zu ein bisschen Ordnung machen, ne? Also ich bin ja auch der Einzige, der sich wirklich um die Tiere kümmert. Genau. Der da ist und nochmal ein bisschen von den Fäkalien entfernt. Der Einzige, der von Geistern gejagt wird, der Einzige, der sich um die Tiere kümmert. Ja, danke. Danke, dass du das endlich mal alles anerkennst. Finde ich gut. Ja, ich finde es gut, dass du in der Öffentlichkeit preisgibst, ne, wie gesagt, Menschen sehen und hören das, was Menschen sehen, wie Kies immer irgendwie Kot wegmacht. Ja, ja. Ne, ich schreibe auch Leute Kommentare, wow, finde ich irgendwie nett, dass Kies sich so um die Tiere kümmert. Da habe ich schon ganz andere gelesen. Ja, ich habe auch Sachen gelesen wie, Kies. Wow, hat er das Schwein jetzt wirklich eiskalt erschossen, die kranke Sau? Ja, sowas habe ich nämlich gestern gelesen. Was ist nie passiert? Ich war drüben bei Kreis, hab gesehen, wie er dem Schwein den Lauf in den Mund geschoben hat. Ach Quatsch, da war keiner, ey. 7 Aufrufe oder so. Ja, und 7 Menschen sind Zeuge. 7 Menschen, viel mehr Zeugen in Deutschland als 7. Wen soll ich dir jetzt bringen, Don Kreiso? Stehen ständig vor der Tür, also dieses Jahr waren es alleine 7. Ja klar, irgendwelche Menschen, die sagen, ey, du hast meinen Sohn, meine Tochter in deiner Chemiefabrik. Dass wir machen jetzt so ein bisschen Hühnerwurst erstmal. Nein, lass meine Hühner in Ruhe, das ist Premium-Zucht. Ein paar 20 Hühner erledigen. Wer möchte denn als nächstes? Wen soll ich denn holen? Für Onkel Kreis. Das ist ja schon alles durchgesmoked hier, oder? Können wir da schon einpacken? Du kannst schon mal alles eintüten. Schon mal Rindpacke hier. Die Lotterie, liebe Schweine. Haben wir im Haus auch noch Frischwurst hängen eigentlich? Aber ich glaube, wenn ein Schwein einmal geworfen hat, dann wirft es nicht nochmal. Ich glaube, jedes Schwein kann nur einmal werfen und dann sind die old. Das weiß ich nicht. Ich kann die nicht... Es müsste halt irgend so eine Art Schwangerschaftsdetektor geben. Das musst du mit der Hand kontrollieren, Junge. Ne, ich war ja tief drin. In der Schweine-Wuwu. Ja, aber um die Schwangerschaft zu testen, nicht um deinen eigenen Gelüsten... Ich bin ja nicht Merl. Ich fröne hier gar nicht. Ich teste. Ich sammel Wurst. Und mein Großvater war ein Wurstsammler. Mein Großvater war ein Braunwurstsammler. Alle Rasthöfe dieses Landes hat er abgesammelt und gegeocached. Er ging mit einem Sieb von Rasthof zu Rasthof. Und cachte dort die goldenen Nuggets. Und cachte dort... Kestermund und Söhne. Und wir wollen ein neues Auto. Ist auch der große Plan. Gut, dann müssen wir gleich erstmal Wurst verticken fahren am besten. Oh, Boxen sind ja voll. Eine Box war voll, ich mache hier gerade die zweite Box voll. Wir brauchen noch jede Menge Holz, damit wir hier mehr, ich nehme mal ganz kurz hier, zack, Geflügelwurst. Wir brauchen noch jede Menge Holz. So, damit wir noch ein paar Schränke und sowas machen können. Und ich will... hier ein bisschen umräumen, weil wir machen auch hier irgendwann so eine Käseverknallung.
So, die beiden Kisten sind noch leer. Kann man eigentlich schon wieder die Kuh melken? Kann man schon wieder abmelken? Kann man immer melken? Nee, haben immer wilde Zitzen. Boah, die haben richtig wilde Zitz. Das ist halt Götterpflege drauf. Bisschen Götterpflege? Was? Euterpflege. Von Kreis Industries? Hier sind aber nur noch drei Würste drin, fertig abgehangen, ne? Uiuiui. Lisbeth. Ey, hallo Schwein. Okay, wir haben jetzt 21 Milk. 21 Melkerlis. Wir brauchen mehr Kuh. Eine Melk-Session gibt irgendwie... 7. 7 Melk. 7 Liter Melk. 7 Liter Melk. Man kann sie aber strecken auf 9, habe ich gehört. Weil ja die 2 Liters... Force. Die, man muss halt schwitzen. Die sind gar nicht richtig dickflüssig. Das ist wie wenn du hier so eine 0,1% Milch trinkst. Das ist eigentlich nur Wasser mit entferntem Milchgeschmack. Mit viel Fantasie schmeckt man Milch raus. Ich fahre eben zu Best Burger und verkaufe mal Fleisch. Wie geht denn eigentlich jetzt hier Käse? Wie geht denn das? Da brauchst du Käsepulver. Und kochen musst du Käse im Haus dann, glaube ich, am Herd. Ich habe jetzt hier einen Bunsenbrenner. Kochen beginnen. Ah, jetzt kocht der irgendwas. Das ist so ein Naturalkäse, den ich hier gerade mache. Aber der Bunsen ist ja dann irgendwann mal alle, oder? Nee, ich glaube, der hält endlos. Endlos Bunsen. Das ist ein endless Bunsen. Das Schwein und ich, wir kochen jetzt Crystal Milk. Alter, jetzt kommt Cash, Junge. Ah, haben wir was verdient? Nur 1300 Euro. Dollar. Jetzt habe ich hier so einen schönen Kristallkäse habe ich hier drüben. Also wir können so einen klassischen Kristallkäse machen. Soll ich jetzt mal hier reifen? Ein Classy Cheese, aber ich hol noch Käsepulver. Hol aber auch Kühe. Ah ne, wir brauchen Transport, wir brauchen Kühe. Ja, dafür müssen wir Geld machen. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Wir haben 1,6. Mehr hat es nicht gebracht? 1300 hat die Wurst gebracht jetzt. 2 Kisten voll. Ich hab's mal in den Futterladen wieder aufgefüllt. Aber dann hol ich mal. Ich guck mal, was ein Auto kostet. Ich check jetzt mal, was so ein kleines, feines Vehikel uns löhnt. Und dann würde ich sagen... Kannst hinterher noch voll die krassen Büffel züchten und Schaf und Ziegen und so, ne? Ja, wenn das alles irgendwann mal kommt in 20 Jahren. Das Mäh-Mäh-DLC soll ja irgendwann im Oktober, glaube ich, kommen. Obwohl, eigentlich hieß es, im August sollen Pferde kommen. Pferde im August hieß es. So, warte, ich bin jetzt beim Shop a Car. Alter, mit wie viel verdient man denn mit Käse, bitte? Wieso? Zwei Päckchen insgesamt. Blauschimmel kostet $230? Ja klar, das ist schweineteuer. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also 2,5 kostet uns ein LKW. Haben wir nicht. Wir könnten uns aber hier ein Pickup holen für 800, da passt eine Kuh drauf. Ich glaube, den kaufe ich mal, dann kann ich uns nämlich noch... Wir brauchen mehr Kühe, weil anscheinend ist Käse Big Money. Dann kaufe ich jetzt ein bisschen Blauschimmel und Weißschimmel und dann durch. Und noch eine Kuh, oder? Für Kuh kostet 650, Alter, so viel hatten wir nicht mehr übrig. 500 hatten wir nur noch nach dem Pickup kaufen. Uiuiuiuiui. Wir leben in der Krise. Wir müssen halt Geld machen. Radio Locke. So. Ich höre hier gerade Radio Locke. Radio Locke. Radio Locke. Locke Radio.
Der Autohändler schickt jetzt ein Auto von uns rum. Müssen wir irgendwann kurz zu zweiter hochfahren. Kann man das verkaufen, so rein theoretisch? Ich meine, wir bräuchten es ja nicht mehr unbedingt, oder? Weiß ich gar nicht, ob man das Auto verchecken kann. Was haben wir, ein besseres Auto? So. Aber es steuert sich schlechter. Guck mal, unser neues Auto, Merle. Blauschimmel, ich hab Blauschimmel. Nicht, dass das Schwein den Schimmel frisst. Ah, nee. Guck mal, da ist schon was drin. Siehst du? Zack. Wo ist denn der Schimmel? Wo ist denn dein Schimmelpulver? Schimmel habe ich hier in die Ecke gelegt. Hier. Also was willst du jetzt machen? Willst du einen Blauschimmelkäse oder? Weiß ich nicht. Ach, Schwein, geh mal weg. Mach mal da ein bisschen Milch rein. So. Und dann ein bisschen Käse. Schimmelpulver. Und jetzt mjolke ich das Ding. Guck, dass wir das hier auf dem Bunsi, auf dem Bonsenbunsi, wird das jetzt hier so ein bisschen gebrutzelt. Und das verfeine ich jetzt noch mit Schweinekot. Was für ein toller Käse. Du, der geht weg wie warme Nuggets. Boah, aber Käse braucht auch echt lange zum Reifen. Das ist schon nicht so wie die Wurst, dass du da sagen kannst, ich mach so ein Schnellreifverfahren. So eine Schnellreifung. Ja, das ist jetzt der Käse. Das ist jetzt der Käse, oder ja, was? Ja, das kann ich noch einen machen. Muss den rüberbringen. Muss ich genau. Abreifen lassen. Muss jetzt abreifen lassen. Ich mach noch ein bisschen Regen rein, noch ein guter alter Regenkäse. So ein Regenkäse, so ein extra milden. So ein Earl Grey. Milden Earl Grey. Lieber den Earl J. Bauen halt mehr Wurst und so. Wir müssen mehr Wurst verchecken. Also, Sam, das war mir eine Freude, aber Kreis zwingt mich dazu. Es tut mir leid, Sam. Es tut mir leid. Nee, ist bestimmt wieder was rausgefallen. Ah, der automatische Wurstmacher haben wir jetzt aber, ne? Der ist besser. Ja. Damit wir können jetzt cooler. Autowurst machen. Hat aber dafür auch mehr Zusatzstoffe, ne? Ah ja. Ich bring mal den, den Käse rüber. Nö, ist nichts rausgefallen. Sam ist schön gegen die Wand gesplattert. Ah, okay. Also hier entsteht jetzt einmal so ein Hütiker. Ein Hütiker Hürtenkäse. Ein Hütiker Hürtenkäse. Ein Hütiker Hürtenkäse. Ein Hürtenkäse. 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 Weil halt richtig viel dick Salami und auch ein paar Knollen, was man halt so hat. Deswegen will ich halt hier mehr Schränke haben, damit wir nicht immer rüberlaufen müssen. Also aus der Garage haben wir so eine richtig qualitativ hochwertige Grillhütte. Ja, aber hier ist doch gar kein Grill. Räucherhütte. Auf jeden Fall besser als selber kurbeln hier. Ja. Ich sag selber ja, dafür braucht man aber auch, glaube ich, mit Doppelverkurbelung. Könnte man die Produktion erhöhen. Ich glaube, hier geht's. Hier lohnt sich. Nee, ja, da musst du aber die ganze Zeit doppelt machen. Ja, wenn man zu zweit ist, ja. Ja, aber ist man ja nicht. Ja, jetzt gerade sind wir zu zweit. Stehe ja, hier jetzt gerade zufällig. Aber ne, man könnte jetzt zum Beispiel auch schon Holz fällen gehen, einfach um wirtschaftlich zu sein. Was ist dieses Holz? Ich bringe jetzt erstmal das Fleisch. Das kann ich auch selber holen, den ich Meter. Ich sortiere das gerade hier. Wichtige Aufgaben. Das ist das Ding, ne? Das ist das Ding. Ich mache hier wichtige Aufgaben. Ich hab das Fleisch völlig unwichtig. Geh doch Holz fällen oder so. Tiere füttern, weißt du, dann heißt es hinterher wieder, ich hab ohne mich. Die 3 Meter hätte er nicht geschafft, sich das Fleisch zu holen. Freu dich doch, dass dich jemand unterstützt. Großer Auftrag. Freu dich, dass sich dir jemand unterstützt beim Fleisch. Soll ich vielleicht Holz machen gehen, damit wir produktiv sind? Nein, ich mach Holz. Ich hänge nur noch die Würstchen auf, dann mach ich Holz. Ja. Kann ich auch gleich selber aufhängen. Mach noch ein paar schöne Batzen. Schrank voll Batzen, 2 Schrank Wurst. Mit dem neuen Pickety Pickup. Zieh ich mal los und hole ein bisschen Holz. Da passt ja genug. Mach noch einen Anhänger dran, geht das? Ich habe oben noch ein Dachding. Mal sehen, ob da Holz drauf geht. Das wäre cool.
Oh, aber das Ding hat immer noch so eine ekelhafte Steuerung. Eine richtig ekelhafte Steuerung. Ja, ja. Hier war ein Tier, das mich bedroht hat. Bedroht hat? Ja! Oh Gott. Diese aggressiven Elche wieder. Wild! Wirklich, ey, wenn du, den willst du aber so wirklich nicht begegnen, ey. Wenn die sauer sind, dann hast wenn du. Wenn die mal mad sind, hast du verschissen. Hast du richtig eingekackt, dann. Kannst einen Doppelstuhl aber drauf lassen. Da hängen wir noch ein paar Bällchen auf. So. Oben auf dem Autogrill direkt schönes Fleisch draufgelegt. Käse haben wir alles im Moment alle Ressourcen gebraucht, ne? Die ganze ja, Milch. Ja, wir brauchen oder? Unbedingt mehr Rindviecher. Mehr Milk. Eine Melkanlage wäre nicht schlecht. Na, ich sag ja, wir bräuchten so eine automatische Entsaftungsanlage von Kreis Industries. Kann da Kreis Industries nicht mal irgendwas Tolles erfinden? Ja, ich weiß nicht, aber ist es nicht schon auf der Roadmap mit drauf irgendwie? Nee, glaube ich nicht. Wüsste ich zumindest nicht. Wie viele Spieler kann man hier auf einer Map machen? Ich glaube 8. Da könntest du ja ordentlich abmelken. Ja, wenn man hier halt so ein Stalljunge noch hätte. Stallbursche? Juan. Juan, der mit den Pferden flüstert. So, und den Rest mache ich aber wieder zu Wurst dann. Juan flüstert mit den Pferden. Ich bin Pferdeflüsterer. Aber ich meine, bei diesen ganzen Schweinemädchen müsste ja dann auch irgendwann, die müsste ja dann auch wieder werfen können, theoretisch. Also irgendwann, also wenn die nicht nur Junge ausstuhlt, dann ja. Wenn auch ein paar Boys to Mans. Boys to Men. Boys to Men. The new fragrance. Von Kevin Klein. Von Kevin Klein. Well, yeah. so du musst ja, machen. Nein, du musst doch nuscheln. So funktioniert Parfumwerbung. New fragrance. Gabby Klein. For man and woman. For man and woman. For him or her. Unisex. Unisex. Hey, my man Gosling. Nee, du musst eigentlich eher so Sachen sagen wie Power. Business. Einfach irgendwelche ja, Wörter. Ja. Aluminium. Einfach ganz Aluminium. Aluminium. Ibuprofen. New Fragrance. Ja, ja. Riecht nach Apotheke. Du guckst einfach nur traurig in der Kamera. Hinten ist Meer oder Berge und du sagst Sachen wie Horses. Ja. Und schon, ja, ist eine Parfümwerbung. Und das muss natürlich schwarz-weiß sein, ganz wichtig. Ja, ja. Das ist ja nicht seriös. Nee, das ist, hat sonst nichts mit Kunst auch zu tun. Ja, Parfum ist immer Kunst. Weißt du, ein Schauspieler gibt sich für Parfümwerbung her, weil er weiß, das ist ein Akt der Kunst. Alter, da kannst du nicht viel Holz drauf machen, ohne dass du runtergezogen wirst. Das ist Wahlkotze. Oh nein, jetzt bisschen ist ein Ambra. Ab Ambran. Umbrella. Aber eigentlich noch... Eigentlich noch ein bisschen nee, die Säge ist leer, oder? Ah, ne. Ein bisschen Saft ist drin, aber wir brauchen neuen Saft, du. Ein bisschen Sägesprit muss drin sein. Wir brauchen mehr Sägesprit. Also mehr Sägespritz. Kann man nebenan noch was aufhängen? Das ist doch schon der fertige Cheese, ey. Das ist halt die Frage, was ist so ein fertigen Cheese wert? Ja, fertigen halt, ne? Penny werde ich dafür kriegen, oder? Für so einen Cheese. Penny? Ein Penny. Vielleicht einen echten Dollar. Einen echten Dollar habe ich bekommen für meinen Käse. Die Frage ist, wo verkauft man den Cheese? Also verkauft man den auch am... Auch, ja, ja. Auch bei dem Restaurant. Nehmen das. Brauchen die ja für die Burger. Da muss ein bisschen würziger Hüttenkäse drauf. Nur so Analogkäse, darf ich machen. Nee, die machen heutzutage digital. Digi-Cheese kommt da heutzutage drauf. Digi-Cheese. Heutzutage machst du eigentlich nur den Geruch von Käse drauf, damit du die Leute denken, du isst Käse. Ja, ja, ja. Das ist ja dieses neue Nose-Uppen. Ich wurde genose-upped. Ich habe Käse gerochen und dachte, es wäre Käse, dabei war es Stuhlgang. Ja. Indischer Stuhlgang wird jetzt dann Käseduft ja. Zu Käse. Das Gehirn riecht Käse und es glaubt, es ist Käse. Sie wurden genose-upped. So, hier läuft auf jeden Fall.
Fleisch ist komplett verarbeitet worden. Ach so, gut. So, dann hier nochmal ein bisschen was in die Saftspritze rein. Das war's schon wieder. Mehr Holz habe ich noch nicht geholt. Ja, ist ganz schnell weg. Achso, hier, ich leg das dahin, dann kannst du nochmal stacken, glaube ich, oder? Mit dem hier kannst du nochmal stacken. Wenn die Säge so im Standby läuft, braucht sie da auch Sprit? Ja, klar. Aus das Ding. Da habe ich noch ein bisschen das gute Wild. Das gute Wild. What the? Dun, 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 was ist hingelegt? In die Box direkt rein. In die Wild Box. Hier. Achso. Zack. Kannst du eh nicht weiter verarbeiten. Das mit dem Käse ist ja durch alles, oder? Weiß ich nicht. Der reift halt in der Hütte, aber mehr Milch hatten wir ja nicht. Ist das schon wieder voll dark. Oh, einer ist fertig. Guck mal, der ist richtig schön prall. Noch einer. Was? Da spritzen jetzt die Käseflocken hoch. Schön prall Käse. Wieso muss ja richtig Geld geben? Ich meine, fünfmal Blauschimmel machen kostet ja irgendwie $235 oder so. Geh jetzt in mein Bett. Achso, stimmt, wir könnten pennen, dann wird's wieder hell. Ja. Raus aus meinem Zimmer, Merle. Raus aus meinem Zimmer. Ich mag Malwurst. Aber wenn man schläft, reifen die nicht. Das ist ein bisschen schade. Kann man die auch in eine Kühlbox reinschieben? Ich meine, guck dir an, das ist ein Riesending, ne? Ein Riesenkäse, ja. Ja, geht rein. Oh, nice. Hast du einen anderen? Nee, also. Der dritte müsste ja dann auch noch gleich fertig sein. Können wir ja mal gucken. Nee, die brauchen irgendwie jetzt noch voll lange. 25, 23, achso. Okay. Lass mal noch zum Fastfood und gucken, was so. Das ist jetzt so ein Standardkäse, ohne irgendwie Schimmelzeug drin. Weil das, okay, warte, ich fahr mit. Weil am Anfang habe ich einfach mal den Standard. Weil dann können wir beim Autoladen noch schnell den anderen Wagen holen. Ja, wir können jetzt halt nur noch so Käseschränke können wir in die Garage reinmachen, dass es halt irgendwann so ein richtiges, schnelles System wird. Aber wir brauchen halt viel mehr Milch. Heißt also als nächstes Kühe ranschaffen. Am Ende brauchen wir locker so 10, 15 Kühe. So, was ist unser Käse wert? Standardkäse jetzt nur. Ich meine, rein theoretisch müsste Standardkäse aber nicht so viel wert sein, weil eine Kuh stirbt ja nicht. Eine Kuh ist ja easy. Du lässt sie rumstehen und fertig, ne? Okay, Standardkäse ist 60 wert. Du hast 120 mit Standardkäse gemacht. Okay. Alter, Tankstelle. Der muss dringend zur Tankstelle hier, der Wagen. Der ist bei Hälfte. Der hier ist fast im roten Bereich. Aber die Folge ist auch schon wieder rum. Ajo. Ajo, ist die Volk rum. Volk rum, Quese. Quese ist die rum. Quese mit Käse. Quese, das. Ihr schießt Quese mit Käse. Ich wollte meinen auch noch ein bisschen aufspritzen. Obwohl, Hälfte. Ah, Mist, ich hätte den Tank mitnehmen müssen, weil. Ja, wir haben keinen. Demnächst kommt wieder viel Holzowitsch. Ja, demnächst kommt wieder viel Holzowitsch. Und dann müssen wir noch die Klappen bauen für unsere Ding. Für unsere Rinder. Ist ja auch viel rein, wenn wir da wirklich so eine Big Rinderfarm haben wollen. Big Rind. Unten am großen Rinderzirkus. Bin ich denn jetzt? Irgendwie völlig woanders gelandet. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!